Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich zur zweiten Veranstaltung der Reihe Jung aber Denkmal des Landesdenkmalamts Berlin. Nach Oktober 2019, wo es um den Flughafen Tegel ging, beschäftigen wir uns heute mit der internationalen Bauausstellung in Berlin von 1984 bzw. 1987. Mein Name ist Kirsten Angermann und ich werde Sie heute durch diesen Abend führen. Ach, danke, ich habe Ihr Glas ein bisschen voll. Wir haben hierfür das Format noch einmal verjüngt. Also nicht nur die Denkmale sind heute jung, sondern auch das Format. Wir haben aufgrund der gegebenen Situation uns dafür entschieden, hier einen Livestream durchzuführen. Wir freuen uns, dass wir da trotzdem unsere Gäste hierzu in die Urania einladen konnten. Zudem haben wir Frau Professor Merck noch aus München zugeschaltet, die Sie auch gleich noch sehen werden. Und um Ihnen einen kurzen Einblick zu geben, wir sitzen hier also wirklich auf einer sehr großen Bühne in der Urania vor einem sehr großen leeren Saal und vermissen Zuschauerinnen und Zuschauer doch sehr. Warum gibt es diese Veranstaltungsreihe Jung aber Denkmal? Das ist, liegt auf der Hand, dass in Berlin vergleichsweise überdurchschnittlich viele Denkmale dem jüngeren Baubestand zuzuschreiben sind, also Gebäude und Ensembles, die erst 30 oder 40 Jahre alt sind, so eben auch wie die IBA-Bauten. Und so freuen wir uns, dass das Landesdenkmalamt hier wieder zu einer Veranstaltung dieser Reihe eingeladen hat. Heute in Kooperation mit der Architektenkammer Berlin, der Berlinischen Galerie und dem Online-Magazin Moderne Regional. Diese Veranstaltung wird ungefähr 90 Minuten dauern. Wir freuen uns, dass wir zunächst einen Einblick in die Unterschutzstellungen des Landesdenkmalamts geben können und diskutieren dann hier mit den Gästen vor Ort, was wir von den IBA-Bauten für eine künftige Stadtentwicklung lernen können. Hierzu möchte ich zunächst unsere heutigen Gäste vorstellen. Das ist zum einen Frau Professor Elisabeth Merck, die uns heute aus München zugeschaltet ist, hier live vor Ort. Guten Abend, Frau Merck. Frau Merck ist Hallo, hier. Ich grüße Sie. Ja, schön, dass das geklappt hat. Frau Merck ist seit 2007 Stadtbaurätin von München. Sie war nach dem Studium freiberuflich im Bereich der Architektur und Denkmalpflege tätig. Von 1995 bis 2000 in München und Regensburg verantwortlich für Stadtgestaltung, städtebauliche Denkmalpflege und Sonderprojekte. Danach 6 Jahre lang Leiterin des Fachbereichs Stadtentwicklung und Stadtplanung in Halle an der Saale. Und ist zudem seit 2005 Professorin für Städtebau und Stadtplanung an der Hochschule für Technik in Stuttgart. Von ihren vielen Fachmitgliedschaften in Fachvereinigungen möchte ich nur eine nennen, die für das heutige Thema sehr interessant ist. Sie ist Mitglied des UNESCO-Netzwerkes Conservation of Modern Architecture and Integrated Territorial Urban Conservation, was man frei jetzt übersetzen könnte mit Denkmalpflege der modernen Architektur und integrierter städtebaulicher Denkmalpflege. Ein Thema, das uns ja heute auch beschäftigen wird. Dann möchte ich vorstellen, hier zu meiner Rechten ganz außen sitzt Herr Ephraim Gothe. Ich möchte Sie herzlich begrüßen. Herr Gothe ist seit 2016 Bezirksstadtrat für Stadtentwicklung, Soziales und Gesundheit im Bezirksamt Mitte von Berlin. Wir freuen uns sehr, dass Sie neben der Gesundheit heute auch noch einmal wieder Zeit für die Stadtentwicklung finden. Ich auch. Das glaube ich. Herr Gothe hat Bauingenieurwesen studiert an der Technischen Universität in München mit den Nebenfächern Kunstgeschichte und Architektur und ist seit 1991 in Berlin und war hier schon in verschiedenen Positionen in der Stadtplanung tätig. Darunter war er persönlicher Referent des Senatsbaudirektors Herrn Hans Stimmann, Staatssekretär für Bauen und Wohnen in der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt und auch Referatsleiter in der gemeinsamen Landesplanung Berlin-Brandenburg. Und dann auch bereits Bezirksstadtrat. Da freuen wir uns sehr, dass wir Sie für den heutigen Abend gewinnen konnten. Dann direkt zu meiner Rechten, aber natürlich mit dem gebotenen Abstand, sitzt Frau Dr. Cordelia Polliner. Sie ist seit 2017 geschäftsführende Gesellschafterin der Urban Catalyst GmbH, wo sie auch seit 2014 bereits tätig ist. Sie hat Stadt- und Regionalplanung studiert an der TU Berlin und am Edinburgh College of Art und wurde anschließend an der TU Berlin auch promoviert. Von 2011 bis 2013 war sie Gastprofessorin für Planungs- und Architektursoziologie an der TU Berlin. Und das habe ich mir aus ihrem Lebenslauf herausgepickt, weil das die Phase ist, in der sie sich auch sehr intensiv mit der IBA Berlin 87 beschäftigt hat.
im Rahmen von Konzepten auch für die damals geplante IBA in Berlin für das Jahr 2020, in dem wir uns ja jetzt schon befinden. Ja. Vielen Dank, dass Sie heute da sind. Freut mich, danke für die Einladung. Dann zu meiner Linken sitzt Andreas Salgo. Ich möchte Sie auch herzlich begrüßen. Herr Salgo ist seit 2017 Gebietsreferent im Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege. Er hat Architektur und Städtebau an der TU München studiert, sowie historische Bauforschung und Denkmalpflege an der TU Berlin und hat sich auch wiederum mehrere Jahre von 2009 bis 2012 etwa intensiv mit der IBA auseinandergesetzt, zunächst im Rahmen der Inventarisation des Archivs der IBA GmbH und dann als Mitinitiator und Wissenschaftler der Forschungsinitiative IBA, einer Kooperation aus Landesdenkmalamt, Landesarchiv und TU Berlin. Dort waren Sie auch Kurator der Jubiläumsausstellung der IBA 87 2012 mit dem Titel Revision IBA. Und ganz aktuell fast noch hat er 2019 seine Dissertation fertiggestellt zum Thema Neue Blöcke für die Innenstadt zum Wiederaufbau der südlichen Friedrichstadt im Rahmen der Internationalen Bauausstellung Berlin 1987, die demnächst auch in einer Reihe des Landesdenkmalamts publiziert wird. Da freuen wir uns sehr, auch Erkenntnisse von Ihnen aus dieser Arbeit zu hören heute Abend. Danke. Und zuletzt sitzt noch hier auf dem Podium sozusagen Dr. Christoph Rauhut. Er ist Landeskonservator und Direktor des Landesdenkmalamtes und wird nun zunächst eine Einführung zur IBA 87 geben. Bitte. Ja, vielen Dank, Frau Angermann, meine sehr geehrten Damen und Herren. Auch von mir ein herzliches Willkommen. Und darf sozusagen jetzt die Zuschauerinnen und Zuschauer an den Fernsehbildschirmen begrüßen. Das ist ein ganz besonderer Moment. Das hatten wir nicht eingeplant, als wir diese Reihe vor einem Jahr begonnen haben. Eine Reihe, mit denen wir Ihnen ja junge Denkmale in Berlin vorstellen möchten, auch über die diskutieren möchten, welchen Wert die für uns in Berlin besitzen. Wir machen das heute unter anderen organisatorischen Voraussetzungen. Und es geht auch heute nicht nur um ein Denkmal, sondern es geht um eine ganze internationale Bauausstellung. Es geht also um eine Reihe von Denkmalen. Und auch um eine Reihe von Fragen, die man an dieses hochambitionierte, wirkmächtige, das ist schon eine Frage vielleicht, und in der Öffentlichkeit doch auch auffällig unbekannte Westberliner Stadtentwicklungsprojekt stellen kann. Meine kurze Vorstellung ist insofern vielleicht nur der Versuch eines schnellen Überblickes mit auch einigen Charakteristika, die ich wichtig finde, für die weitere Diskussion. Angefangen hat die Beschäftigung der Berliner Denkmalpflege mit der IBA 84-87 mit diesen Gebäuden. Die Wohnanlage Berlin-Mask, die der Architekt John Hayduk in der südlichen Friedrichstadt als Teil der IBA errichten durfte. Das schwarz-weiße Bild visualisiert die Stimmung, die Hayduk bei seinem Entwurf wichtig war. Berlin Grey ist das Schlagwort, das in den 1980er Jahren nicht nur das legendäre Filmporträt Der Himmel über Berlin von Wim Wenders und Peter Handke prägte, sondern für viele, insbesondere auch ausländische Architekten, die Stimmung in West-Berlin war, auf die die Architektur der IBA auch reagierte. Die erste Erfassungskampagne des Landesdenkmalamtes begann, als der Eigentümer genau dieser Wohnanlage sie sanieren wollte, unter anderem mit weißem Anstrich und rosaroten Balkonen. Also gar nicht mehr Berlin Grey. Mittlerweile hat es mehrere umfängliche Erfassungskampagnen gegeben, in denen wir viel über die IBA lernen durften und als dessen Ergebnis auch eine Vielzahl repräsentativer Bauten wie auch Grünanlagen unter Schutz gestellt worden sind. Aber zunächst zurück zu Berlin Grey, denn dies bezeichnet gewissermaßen auch die politische Ausgangslage der damaligen Zeit. Einige historische Streiflüfter, die Sie hier sehen, zeigen die großen Themen. Wettrüsten und Waldsterben gehören sicherlich zu den Schlüsselbegriffen der Zeit und Berlin als Frontstadt des Kalten Krieges wurde von dieser besonders schwierigen politischen Stimmung natürlich besonders geprägt, man mag auch sagen belastet, was ja sich auch in dem Bevölkerungsrückgang in der Stadt widerspiegelte. Die 1978 durch den Berliner Senat beschlossene internationale Bauausstellung war ein Aufbruch. Kaputte Stadt retten
war einer der typischen Slogans der IBA. Mit der Verschiebung der zunächst 1984 geplanten internationalen Baustellung auf das Jahr 1987 fand diese dann auch noch in dem stadtgeschichtlichen Jubiläumsjahr statt. Wie auch in Ost-Berlin war dieses Jahr gewissermaßen der Kumulationspunkt einer Wiederbeschäftigung mit der Geschichte der Stadt Berlin. Die unerwartete 752-Jahrfeier Berlins änderte dann natürlich den Kontext nochmals grundlegend. Die Situation West-Berlin als Inselstadt, bis dahin Grundlage der IBA, ist nicht mehr relevant. Gesamtstädtische Entwicklungen rücken in den Fokus, die IBA wird historisch, die Fertigstellung der Projekte, viele waren noch in der Ausführung, wird in nur seltenen Fällen mit der gleichen Intensität wie zuvor verfolgt, eine Ermüdung tritt ein, vielleicht bis heute. Die Ermüdung trat vermutlich auch ein, da man in der IBA, salopp gesagt, wirklich viel diskutiert hatte. Es gibt wahrscheinlich wenig Bauausstellungen, die in sich selbst so geradezu schonungslos auch die zeitgenössischen Differenzen in architektonischen und städtebaulichen Leitbildern offenbarten, aber auch gemeinsam überwanden. Bei der IBA 84-87 bestand zwar Einigkeit beim Ziel, die Schaffung neuer Wohnqualitäten im Zentrum West-Berlins, damit die Abwanderung und der Einwohnerverlust aufgehalten werden kann, doch in der Umsetzung zeigt sich bereits früh zwei Gegenpositionen. Auf der einen Seite war Oswald Matthias Ungers und seine Mitstreiter. Sie vertraten die Ansicht, dass eine schrumpfende Stadt nicht noch mehr Wohnungen brauche und verfolgten mit Berlin Green Archipelago ein landschaftliches Konzept, in das gestärkte Siedlungskerne eingebettet wurden. Bekannt geworden sind sie als IBA neu und auch unter dem Schlagwort Stadtreparatur. Auf der anderen Seite stand die sogenannte IBA alt. Als Gruppe um Josef Paul Kleihus propagierten sie auf Grundlage der historischen Blöcke eine kritische Rekonstruktion des Stadtgrundrisses und seiner Bebauung. Unter der Leitung von Planungsdirektor Hart-Walter Hämer war eines ihrer besonderen Anliegen die behutsame Stadterneuerung in den berühmt-berüchtigten Kreuzberger Mietshausquartieren. Rückblickend ist das Wunderbare an der IBA, dass beide Positionen die Chance bekamen, ihre Vorstellung umzusetzen, die sie in den verschiedenen unterschiedlichen sogenannten 6 Demonstrationsgebieten, die Sie auch hier aufgelistet sehen, verwirklichen konnten. Und mit etwas Abstand lassen sich ja vielleicht heute auch Gemeinsamkeiten erkennen. Ich möchte Ihnen auch einige Beispiele umgesetzter Architekturen zeigen. Viele haben diese Bilder vielleicht auch schon oder diese Gebäude im Stadtraum gesehen. Links und rechts oben zum Beispiel Beispiele der IBA neu, wie die Siedlung am Tegeler Hafen von Moore, Rubel, Udell oder das Wohnhaus und das Wohn- und Geschäftshaus am Prager Platz von Carlo Aimoioni oder auch das Umspannwerk von Max Dudler. Rechts unten dann das Bildpaar, zwei Beispiele der IBA alt, wie das Wohn- und Geschäftshaus von Raimund Abraham oder die Wohnanlage Ritterstraße Nord. Diese Bilder können kaum pars pro toto sprechen, denn die IBA war ein wirklich umfangreiches Projekt. Um den Umfang der IBA zu verstehen und um auch zu verstehen, warum wir jetzt heute wirklich nur Ausschnitte zeigen, ist es interessant, sich noch einmal zu vergegenwärtigen, wie groß die Anzahl der errichteten und sanierten Wohnungen war. Mhm. Oder dies auch zu vergleichen. Im Rahmen der IBA wurden ca. 12.300 Wohneinheiten geschaffen bzw. reaktiviert. Dieses entspricht in etwa dem Wohnungsbestand der 6 Berliner Welterbesiedlungen zuzüglich der für das doppelte Berlin in Betracht kommenden Projekte im Hansaviertel und in der Karl-Marx-Allee. Mhm. Oder anders gesagt, es sind beinahe so viele wie im Märkischen Viertel, beziehungsweise halb so viele wie in Marzahn als Großsiedlung errichtet wurde. Interessant ist auch der quantitative Vergleich der IBA alt, hier schwarz, und der IBA neu, hier rot. Denn hier wird der hohe Anteil der durch die IBA alt erhaltenen und behutsam sanierten Gebäude deutlich. Hier unterschied sich die IBA ganz dezidiert von den anderen gerade genannten großen sozialen Wohnungsbauprojekten Berlins.
Lassen Sie mich an dieser Stelle an einzelnen Projekten einige Charakteristika zunächst der IBA Alt aufzeigen. Zunächst die Institutionalisierung der behutsamen Stadterneuerung. Ursprünglich waren große Teile der Luisenstadt und SO 36 in Kreuzberg zum Abriss vorgesehen. Die großen Wohnungsbaugesellschaften kauften dafür im Auftrag des Senats sukzessive ganze Blöcke auf und entmieteten die Häuser. Es wurde nicht weiter in den Bestand investiert. Erst nach Protesten gegen die begonnene Kahlschlagsanierung begann Mitte der 1970er Jahre ein neues Vorgehen. Die Blockränder sollten erhalten und im Neubaustandard modernisiert werden, die Blockinnenbereiche abgerissen und gegebenenfalls zu neuen Teilen bebaut werden. Besonders auffällig ist dies im Denkmalbereich Oranienstraße. Denn hier, das haben wir immer wieder feststellen dürfen, geht es zumeist nicht um Neubauten, sondern um die Qualifizierung des Bestands. So etwa durch den Erhalt einer Baulücke als Pocketpark, das sogenannte Waldeeck an der Ecke Adelbertstraße und Waldemarstraße, von der Planungsgruppe Urbane Baukunst mit einer Brandwandbemalung von Michaela Evers. Oder durch die Zusammenlegung der Nachbarhäuser Nauni-Straße 61 und 62, was neben der Instandsetzung der Wohnung auch die Errichtung einer Kita von Elmar Leist und Wolfgang Wittig erlaubte. Die beiden Türen, die Sie dort in dem linken Bild sehen, führen beide in die Kita und gehören doch zu unterschiedlichen Gebäuden. Die Aneignung des Bestands war von künstlerisch bis funktional und stets behutsam. Ein zweites wichtiges Thema der IBA Alt ist der Umgang mit Baulücken und Hinterhöfen. Ein ganz wunderbares Beispiel für die große Relevanz dieses Themas ist der Block 70, der besondere Bekanntheit wahrscheinlich durch die Gebäude von Hinrich und Inken Baller erlangt hat. Der Denkmalbereich, den wir hier auch sehen, beinhaltet einerseits die Neubauten der beiden und die angrenzenden Nachbarschaftsbauten. Hier werden die Vorderhäuser erhalten und durch Baulücken geschlossen. Die Höfe aber werden entkernt und als Freianlage qualifiziert, hier nun grün als Gartendenkmal. Zugleich beinhaltet der Block 70 aber auch die Bauten, an dem sich der Paradigmenwechsel zur behutsamen Stadterneuerung besonders gut ablesen lässt. Im Denkmalbereich enthalten sind auch die vormals besetzten Häuser, die in Selbstbauinitiativen durch die Bewohner saniert wurden, wie auch das sogenannte Stuckprojekt im Nordosten des Blockes, das als Pilotprojekt der behutsamen Stadterneuerung schon vor der IBA begonnen wurde. Das Stuckprojekt ist übrigens auch ein ganz wunderbares Beispiel für den Themenkomplex Partizipation. Die IBA durchzieht das Thema Partizipation in den unterschiedlichsten Formen wie ein roter Faden. Im Stuckprojekt war dies die Partizipation von Studenten und Kreuzbergern, kurz eben Stuck, beziehungsweise genauer genommen von Studenten der TU Berlin und zukünftigen Bewohnerinnen und Bewohnern, die gemeinsame Planung und Ausführung entwickelten und dies als Denkmalpfleger gesprochen, wunderbar behutsam mit dem Bestand umgingen. 5 Bestandsbauten wurden zusammengefügt und beidseitig mit jeweils einem sehr unauffällig eingepassten Neubau abgeschlossen. Bereits entstuckte Fassaden wurden nicht rekonstruiert, sondern erhielten gliedernde Elemente, wie zum Beispiel ein in den Stadtraum kragendes Blumenfenster. Das Dach wurde ausgebaut, man sieht es hier im Bild, zwischen 2 turmartigen Aufsätzen verläuft auf dem First ein Verbindungsgang. Besonders spannend ist die Möglichkeit, über Parzellengrenzen hinaus zu planen und durch Brandwände durchzubrechen. Sie beruhte übrigens auf dem Umstand, dass die Wohnungsbaugesellschaften die ganzen Blöcke ja schon aufgekauft und für den Abriss vorbereitet hatten. Durch die Möglichkeit, über die tradierten Eigentumsgrenzen hinwegzugehen, war die IBA Alt quasi wie Sozialismus mit Geld, so einer der damaligen Protagonisten. Einen weiteren Aspekt möchte ich an der IBA neu ansprechen. Die Internationalität der IBA. Denn das Einbeziehen internationaler Architekten sollte ein zentraler Aspekt der IBA auch sein. Besonders charakteristisch ist das Demonstrationsgebiet am Tegeler Hafen, welches eigentlich ein Mekka aller internationalen Postmodernismus-Fans sein müsste. So waren mit der Umformung des brachgefallenen Hafenareals zur Wohnanlage die US-Architekten
die US-amerikanischen Architekten Charles Moore, John Rabel und Jas Judell beauftragt worden, die eine landschaftlich aufgefasste Siedlungsstruktur entwarfen. Die im Westen der Siedlung gelegene schlossartige Wohnanlage, auch hier im Bild, ist ebenfalls von Moore, Rabel und Judell und mit ihren rund 160 Wohnungen der größte Bau der Postmoderne in Berlin. Gleichsam international und auch postmodernistisch erfolgte auch die Umsetzung der im städtebaulichen Plan vorgesehenen sogenannten sechs Stadtvillen. Hierfür wurden renommierte Architekten aus den USA, Frankreich, den Niederlanden und Italien, wie unter anderem Robert Stern, John Hajduk oder Paolo Portoghesi, beauftragt. Das Projekt in Tegel fand damals übrigens größte Zustimmung bei den Bürgerinnen und Bürgern, der Verwaltung, der Politik und auch den Bauträgern. Die Architekturkritik war bislang eher zurückhaltend, bildmächtig und gefällig ist hier der Tenor. Abschließend möchte ich mit einem Blick auf ein Projekt, was uns verdeutlichen soll, wie sorgsam, ja, vielleicht auch rührend melancholisch die Auseinandersetzung mit der Stadt Berlin im Rahmen der IBA war. Das Konzept für den Block 121 Nord, ein Projekt der IBA Alt, stammt von Alvaro Siza. Es ist das erste Projekt des späteren Pritzker-Preisträgers im Ausland. In allen Maßstäben finden sich bei Alvaro Siza ein tiefergehendes Interesse am konkreten Ort, an der Stadt und ihrer Geschichte, der sich auf Stadtwanderungen und mit zahlreichen Skizzen erschließt. Im Eckhaus an der Schlesischen Straße wird der aus dem historischen Formungsprozess entstandene Schwung der Blockkante aufgenommen und in die Falkensteinstraße geleitet. Das Einschwenken der Zeile im Norden entsteht durch die Stellung des alten Schulhauses, an das der Kita-Neubau nun angefügt wurde. Auf den ersten Blick also ein Entwurf, der sich konkret auf den Ort bezieht. Schaut man genauer, erkennt man aber auch, dass Siza mit seinem Entwurf sehr direkt auf die Fassade von Bartnings leicht geschwungener Wohnzeile Janger Langer Jammer in der Wien-Siedlung reagiert hat und gewissermaßen auch diese aufgreift. Die subtile Referenz dieses IBA-Projektes wird zukünftig schwerer zu erkennen sein. Denn, wie hier im Bild gezeigt wird, ist die Fassade des Langen Jammers, oder denn hier im Bild wird der Übergang gezeigt von der Fassade des Langen Jammers, wie Siza sie noch kannte, also links der Teil, und wie die Fassade nun jüngst nach der Sanierung aussieht, rechts im Bild. Berlin Grey geht verloren, so wie die Stadt heute kaum mehr noch durch Baulücken und Brachen und Brandwände fragmentierte Stadträume zu bieten hat. Einiges ist bereits aufgrund der IBA verschwunden, vieles auch später. Was überlebt hat, ist zumindest jenes, was durch die IBA in Wert gesetzt wurde. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Rauhut, für diese Einführung. Wir haben nun also bereits die Perspektive des Landesdenkmalamtes auf die IBA kennengelernt. Herr Rauhut wird uns hier auch auf dem Podium erhalten bleiben und hier sitzen bleiben. Ich möchte aber doch zunächst einmal unsere Gäste zu Wort kommen lassen und in der Runde diskutieren, denn die Werte, die jetzt Herr Rauhut bereits aufgemacht hat, die sind ja sicherlich auch noch erweiterbar mit den Perspektiven hier auf der Bühne und in München aus der Wissenschaft und aus der Stadtplanung heraus. Und da möchte ich doch nochmal die Frage stellen, welche Werte wir an den IBA-Bauten feststellen können, welche wir da in den Fokus nehmen insbesondere. Ein wenig schade ist dazu an dieser Stelle, dass wir eigentlich auch Herrn Professor Hildebrand Machleit hätten einladen wollen, wenn Sie das in frühen Ankündigungen der Veranstaltung gelesen haben, da wäre er auch noch dabei gewesen. Und er ist uns natürlich so als wichtiger Zeitzeuge weggefallen, denn er war damals Koordinator der städtebaulichen Planungen im Demonstrationsgebiet Südliche Friedrichstadt. Wir haben aber dafür zwei Zeitzeugen, ich nenne sie mal anderer Art, mit in der Runde, nämlich Frau Merck und Herrn Gothe, die zur Zeit, als die IBA in Berlin lief, gerade im Studium waren. Und deswegen würde ich zunächst gerne die Frage an Frau Merck richten, was sie eigentlich im Studium von der IBA Berlin mitbekommen hat. Hatte das Einfluss auf Sie und Ihre Kommilitoninnen? Was hat man da besonders wahrgenommen? Ja, hallo, kann man mich hören? Ja, prima. Wunderbar. Dann, ich war sicherlich damals, denke ich, ein sehr unbedarfter
Zeitzeuge. Ich habe ja Architektur studiert. Die ganze Dimension von Stadterneuerung war mir vertraut aus meiner Heimatstadt Regensburg. Und ich denke, wir haben vor allen Dingen gestaunt, was da alles in Berlin passiert. Also, dass man gleichzeitig einerseits die verschiedenen Schichten von Stadt ins Visier nehmen kann und andererseits tatsächlich aber mit ganz modernen Konzepten, auch mit modernen Materialien, neue Chancen in die existierende Stadt einbringt. Also eigentlich so eine Art Dialektik. Und ich muss sagen, diesen Streit zwischen Iber Alt und Iber Neu, wie das Herr Raugut auch gerade nochmal beschrieben hat, war mir seinerzeit so gar nicht bewusst. Das habe ich eigentlich erst so im Rückblick dann nach und nach verstanden. Ein weiteres Element, was mich von Anfang an auch damals schon begeistert hat, war, dass die einzelnen Architekturprojekte, wo man hingefahren ist und sich das angeschaut hat, wie beispielsweise die Bauten von Inken Baller, nicht isoliert waren, sondern immer versucht haben, wenn auch manchmal ja mit Hindernissen, in diese bestehende Stadtstruktur auch mit neuen Zwischenräumen, mit einer Neuinterpretation, entweder vom inneren Block, wie glaube ich bei Hermann Herzberger, oder eben auch mit einem Kontext zu den Straßen hin, oder vorher fiel das Stichwort, dass man über Parzellen hinweg gedacht hat. Das habe ich damals mehr so intuitiv beim Durchgehen sozusagen erfahren. Die eigentlich kluge Entscheidung, einerseits Konzepte der Stadtsanierung mit Konzepten wirklich auch neu zu bauen und eben neue Interventionen in die Stadt einzubringen, das ist mir eigentlich erst im Nachhinein so richtig bewusst geworden. Und ich schaue immer noch gerne diese Bauten an und finde es auch eine richtige Initiative, das als ein, als eine gesamthafte Intervention der Zeit zu sehen. Ja, vielleicht belasse ich es mal dabei. Ja, vielen Dank. Das ist ja schon eine interessante Perspektive, dass man natürlich das erstmal intuitiver wahrnimmt und im Nachhinein noch Zusammenhänge erst kennenlernt. Herr Grote, Sie haben gleichfalls aus Bayern auf die IBA in West-Berlin geschaut. Ja, ich kann eigentlich fast so ähnlich anfangen wie Frau Merck, denn auch ich bin ein Kind eines Sanierungsgebietes, nämlich der Lübecker Altstadt, wo ich aufgewachsen bin. Und wahrscheinlich hat mich das auch irgendwie geprägt schon damals. In der Münchner Zeit als Student an der TU hat mich das eigentlich nur mal einmal punktuell berührt. Ich habe unter anderem Siedlungswasserwirtschaft vertieft als Bauingenieur und hörte dann davon, dass es in einem dieser Blöcke der IBA eben diese Pflanzenkläranlage im Innenhof gibt. Und das haben wir uns tatsächlich auch extra deshalb angeguckt und mal nach Berlin gefahren, um uns auch das anzuschauen. Aber ich sage mal, die ganze Tragweite dieses, vor allem des Prozesses, den die IBA ja zu eigen hat, der ist mir eigentlich erst viel später bewusst geworden. Ja, vielen Dank. Ich würde gerne Herrn Salgo in dieser Hinsicht fragen, weil er sich ja auch wesentlich später wissenschaftlich mit der IBA dann beschäftigt hat. So eine IBA ist ja immer auch ein Experiment. Man hat auch Labor zur IBA gesagt. Was war denn an der IBA 87 wirklich so neu, was es vorher noch nicht gab? Also was mich persönlich immer begeistert hat, ist, dass die IBA eigentlich ein Kind der 68er ist. Also es gibt einen Generationenwechsel, plötzlich auch in Berlin. Also es kommen Leute an die Führungsposition, die ein Bild haben, das sich eher aus den Gedanken der 60er Jahre ableitet und ganz stark geprägt war von Ökologie, Partizipation, also diese Sorge vor der schrumpfenden Stadt, vielleicht auch die Möglichkeiten, aber auf jeden Fall hatten die dann ein Leitbild geschaffen, das ich faszinierend finde. Das heißt die Innenstadt als Wohnort, weil das war wirklich Headliner. Alle anderen Aspekte waren Facetten dieser Idee. Und ich finde, dass das ist, was praktisch plötzlich eine Wende war zu der Nicht-Innenstadt. Also davor war es ja häufig so, dass praktisch Satellitenstädte als die Zukunft gesehen wurden. Sie hatten auch die Abrisspläne in der Innenstadt beschrieben. Es wurde aber auch abgerissen. Also das war ja Tatsache, dass wir mit ganz viel Abriss irgendwie konfrontiert waren. Und daher ist das natürlich ein Paradigmenwechsel, was hier stattgefunden hat, und das kristallisiert sich eigentlich in der IBA. Mhm.
Ja, Sie haben das angesprochen mit dem Paradigmenwechsel, der also tatsächlich dann nachvollziehbar ist. Nun ungünstigerweise, und Herr Raut hat das eben als das 752. Stadtjubiläum aufgefasst, fällt dann 1989 die Berliner Mauer und also unglücklicherweise für die IBA-Projekte. Hier keine falschen Intentionen zu haben, aber was hat das geändert für die IBA-Bauten? Das hat ja, viele dieser IBA-Neubauten waren in Kreuzberg an damals peripheren Standorten direkt an der innerstädtischen Grenze und 89 fällt die Mauer, 1990 kommt die Wiedervereinigung und plötzlich sind diese Orte mitten in der Stadt. Was hat das gemacht mit diesen Projekten? Also es war eigentlich 87 abgeschlossen. Also so prozesshaft später war eher so nochmal die bauliche Umsetzung, wie zum Beispiel Zaha Hadid, die erst so Anfang der 90er überhaupt fertiggestellt wurde in der südlichen Friedrichstadt. Wenn ich vielleicht sagen darf, also was sich wirklich geändert hat, waren die Planungsgedanken. Also das brach ab. Es gab nämlich tatsächlich so eine Art, eine Idee einer Stadtethik und wie Planung praktisch also differenziert, kleinteilig und ohne Generalpläne funktionieren könnte. Das war eigentlich so diese Grundidee der IBA, daran zu arbeiten. Das kam durch den Planer Thomas Sieferts auch rein. Herr Machleit hat natürlich das begleitet und kam aus dieser Schule. Es sollte ein iteratives Verfahren entwickelt werden, wo ein Checks and Balances zwischen den unterschiedlichen Planungsbeteiligten stattfindet. Und das führte zu diesen Bauten. Und das brach einfach mit der Wende ab, weil plötzlich die Rahmenbedingungen sich komplett verändert hatten. Aus dieser Grenzstadt, wo es notwendig war, das zuzulassen, wurde die Hauptstadt, wo plötzlich ganz andere Akteure da standen. Und das hat sich natürlich, also ich sag mal, die Idee der Bauten, die wurde dann nicht unbedingt weitergetragen in den späteren Planungen. Ich glaube, bis heute nicht. Da können wir ja auch später nochmal darauf zurückkommen, ob das auch schon diese Ermüdung ist, von der Herr Raut gesprochen hat. Mittlerweile, und da sind wir jetzt ja wirklich 30 Jahre später, hat das Thema IBA Berlin 87 doch auch wieder Konjunktur. Also es hat angefangen sicherlich 2012 mit dem ersten 25-jährigen Jubiläum und auch gleichzeitig diesen Diskussionen um eine neue IBA in Berlin, wo man ja ganz automatisch zurückschaut. Aber auch die Postmoderne wird immer wieder populärer mittlerweile. Wie erklären Sie sich die Renaissance dieser IBA, Frau Pulliner? Na, ich glaube, man kann heute beobachten, dass man da doch sehr viel von lernen kann und dass die Planung damals schon sehr weit fortgeschritten war und sehr fortschrittliche Gedanken definiert hat, die wir auch heute noch ganz wichtig finden. Also Herr Raut, Sie haben vorhin das Thema Bestandsentwicklung angesprochen. Das ist eines der zentralen Themen der Planung auch heute. Wir müssen gucken, dass wir nicht wahnsinnig viel Neubau auf der grünen Wiese zulassen, sondern eher gucken, wie können wir mit unseren bestehenden baulichen Strukturen so umgehen, dass sie an die aktuellen Herausforderungen in Bezug auf Nachhaltigkeit, Klimawandel, neue Mobilitätsmodelle sich anpassen lassen. Also das war ein Thema, was bei der IBA bahnbrechend eingeführt worden ist mit der behutsamen Stadterneuerung. Insofern sind da ganz viele Werte, die ganz wichtig sind. Auch das Thema der Beteiligung oder der Prozessgestaltung, Qualitätssicherung über Wettbewerbe, das sind alles ganz, ganz hochaktuelle Themen, die mit der IBA schon sehr, sehr gut vorgedacht worden sind. Und ich denke, auch ohne die eigentlich die Erneuerung Berlins nach der Wende gar nicht so denkbar gewesen wäre. Also wenn man überlegt, wie die behutsame Stadterneuerung nach der Wende in den Quartieren Prenzlauer Bergs und Mitte weitergeführt wurde oder auch Themen wie die kritische Rekonstruktion dann im Planwerk Innenstadt weitergeführt wurden. Also da sind sehr starke Kontinuitäten, die Themen eigentlich bis heute bedeutsam machen. Ja, also sind wahrscheinlich auch schon ein bisschen zwei Sichten darauf, weil Herr Salgo hat ja eher gerade von allem gesprochen, was weggebrochen ist durch die IBA. Und Sie haben gerade sehr stark gemacht, was wir eben doch mitgenommen haben daraus. Und dann sind das ja wesentliche Aspekte, die wir da trotzdem heute wertschätzen, sind dann aber immateriell. Also Sie haben gerade die Prozesse angesprochen, den Blick auf die Ökologie hatten Sie auch genannt. Die Nutzungsmischung, die erhalten werden sollte, die Kreuzberger Mischung. Das
fasst ja eigentlich das Denkmalschutzgesetz nicht, weil es ein Gesetz zum Substanzerhalt ist und wir gerade ganz viele Sachen aufgezählt haben, die das nicht sich nicht unbedingt baulich manifestieren. Wie kann man so etwas denn erhalten, wenn an der Stelle der Denkmalschutz eigentlich nicht greift? Ich gucke mal Herrn Gothe an. Also das ist ein Thema, das wir unbedingt vertiefen müssen. Was ist eigentlich das Denkmalwerte an dieser ganzen IBA? Es sind eben nicht nur die Einzelprojekte, an denen manifestiert sich sowas immer sehr gut und anschaulich, aber es ist eben tatsächlich dieses immaterielle Erbe. Und ich würde sagen, da brach nicht unbedingt was ab, sondern natürlich war Berlin nach der Wende mit ganz anderen Themen erstmal konfrontiert. Ja? Also wie etabliert man eine Bundeshauptstadt in Berlin? Wie macht man eine Reaktivierung des Eisenbahnsystems? Wo muss man neue Bahnhöfe bauen? Dann wollte man Olympische Spiele ausrichten. Also da standen plötzlich ganz andere große Themen im Fokus. Aber man darf nicht vergessen, dass es ja ganz viele Personenkontinuitäten auch gab. Und ein wichtiges Erbe aus dieser Zeit ist, dass die Stadtplanungsbüros, auch die Architekturbüros, die damals in Berlin wirksam waren, die haben ja dieses Ganze, was man sich dort an Prozessstrukturen und so erarbeitet hat, mitgenommen. Und die wichtigen Stadtplanungsbüros, die nach wie vor auch heute noch für den Senat und die verschiedenen Bezirke arbeiten, die haben alle ganz wichtige Phasen oder Gründungsphasen in dieser Zeit erlebt und leben diesen Geist fort. Für mich wurde es zum Beispiel deutlich, wenn man mal auf die Altbau-IBA zu sprechen kommt, dadurch, dass ich also mich im Prenzlauer Berg gesettelt habe, zufälligerweise dort die Jusos mitgegründet haben. Und dann ging das da los, dass wir dafür für Sanierungsgebiete gekämpft haben, die dann auch kamen unter Wolfgang Nagel. Und die Firma Stern wurde dann da Gebietsbeauftragter. Und die hat uns als Jusos dann erstmal beigebracht, was sind denn die 12 Grundsätze der behutsamen Stadterneuerung aus Kreuzberg. Und das haben wir dann auch aufgesogen und sofort verinnerlicht und das weitergetragen. Also da sind dann viele Dinge in diesem Geist dann zum Beispiel in der Sanierungskulisse in Ostberlin dann ja weitergemacht worden, natürlich mit anderen Vorzeichen, anderen Rahmenbedingungen, aber trotzdem im Geist. Da gab es dann auch eine Betroffenenvertretung, da war ich auch mal Mitglied am Kollwitzplatz und habe das sozusagen gelernt, dass das ist, was man aus der IBA halt mitgenommen hat und was wirklich sinnvoll ist, um Bürgerbeteiligung dann auch lebhaft und wirksam werden zu lassen. Also das ist ein wichtiges immaterielles Erbe. Und wie man sowas unter Denkmalschutz stellen kann, weiß ich natürlich nicht. Ja? Das ist ein bisschen schwierig, aber es ist etwas, worüber man auf jeden Fall nachdenken sollte. Denn die IBA ist, das Erbe der IBA ist nicht einfach nur die Summe der Objekte, die geschaffen worden ist, sondern viel, viel mehr. Ich würde dazu gern Frau Merk in München auch noch mal fragen, die ja auch so eine Sicht auf Stadtplanung und Denkmalschutz hat. Haben Sie da eine Idee zur Frage des Schutzes? Ich denke, dass sich das tatsächlich nicht ausschließt, weil es gibt ja eben den Begriff des materiellen und immateriellen Erbes, der das ineinander greift. Und wenn man an die theoretischen Diskussionen denkt, die ja auch in den 70er Jahren von Aldo Rossi und Rob Krier angestoßen wurden und die zum Teil ja dann sich auch ausgewirkt haben auf Projekte, die wir bei der IBA in Berlin sehen, dann stand ja die Frage, wie kann man sozusagen den Ansatz der Moderne weiterentwickeln, auch im Sinne einer europäischen Stadt, ohne rein in Bewahrung und Rekonstruieren zu verfallen. Und nun war das Tolle ja in West-Berlin, dass man gar nicht so rekonstruieren konnte, weil die Voraussetzung ja gar nicht da war in dieser geteilten Stadt. Und da dieses Element einzuführen, sich sehr sorgfältig mit den Typologien zu beschäftigen, die schon da waren und aus dieser Idee, also Typologie ist ja ein Ideenträger, wenn man jetzt auch den theoretischen Konzepten folgt, daraus dann auch wieder was abzuleiten für die Weiterentwicklung von Stadt, das finde ich ist schon etwas sehr Tragfähiges. Und deswegen ist es auch gut, wenn man Ensembles aus dieser IBA-Zeit unter Ensembleschutz stellt. Ich glaube, es geht vielleicht nur in Einzelfällen dann tatsächlich um das einzelne Gebäude. Das muss man sicherlich sehr genau auch sich dann anschauen, ob das tragfähig ist. Aber das ist eigentlich für die Denkmalpflege, finde ich, gar nichts Neues, weil wir haben aus allen Epochen
Überlieferungen, die mal mehr von der Idee getragen werden und mal mehr vom baukünstlerischen Wert des Materiellen vielleicht an sich. Ich kann mich auch dem nur anschließen, dass die Frage von Beteiligung und Partizipation da von ganz, ganz großer Bedeutung war. Auch ich habe die Erinnerung, ich meine, ich habe meinen Bruder damals in Berlin besucht, der in Berlin studiert hat. Und da hat mir der den Tipp gegeben, guck doch mal dieses Stadtteilbüro an. Das wäre was ganz was Spannendes. Und das war dann ein ganz kleines Büro von der Stern AG, die ja dann hinterher sehr bekannt geworden sind. Und was mich persönlich bei der IBA auch noch interessiert, ist, dass ja auch die Art und Weise, wie diese Kommunikation der Projekte und der Ideen betrieben wurde, mit sehr viel Zeichnungen, mit sehr viel anderen Mitteln auch beschrieben wurde, als das vielleicht in den Planungen der 70er Jahre war. Und ich würde da Herrn Salgo auch ganz zustimmen. Da sind viele Ideen aus den 60ern enthalten, die dann umgesetzt werden wollten. Also auch so dieses Bedürfnis der emotionalen Seite der Stadt auf eine andere Art und Weise gerecht werden zu wollen, als das vielleicht die in Anführungszeichen reine klassische Moderne am Ende dann tun konnte. Die im Übrigen, wenn wir jetzt an das Bauhaus denken, ja auch sehr stark von der Idee und der Typologie getragen ist in ihrer Wirksamkeit. Ich meine, Sie hatten am Anfang den Begriff der Wirkmächtigkeit oder der Wirksamkeit so über die Zeit auch aufgerufen. Mhm. Ja, vielen Dank. Dann haben wir also mit Herrn Gothe jetzt gehört, dass es sich doch auch einfach tradiert hat, dadurch, dass es so eine personelle Kontinuität gab, dass es eben auf Ost-Berlin übertragen wurde. Und Frau Merk hat gerade noch mal ganz gut auch erläutert, dass natürlich auch ideelle Werte sich natürlich baulich manifestieren können. Ich würde gerne noch mal Herrn Salgo fragen, ob er dem jetzt denn so zustimmen würde, dass da etwas nach Ost-Berlin einfach transferiert wurde. Und damit hat sich dann auch die Planungskultur der IBA tradiert. Also vielleicht sollte man wirklich ein bisschen unterscheiden zwischen IBA alt und IBA neu. Also was heißt das überhaupt? Das sind mehr oder weniger so Planungsgebiete gewesen, die aufgeteilt wurden zwischen Hart-Walter Hemer für IBA alt und Josef Paul Kleihus, der dann praktisch diese Neubaugebiete, also Tegel, Prager Platz, südliches Tiergartenviertel und südliche Friedrichstadt betreut hat. Jetzt ist die Frage, was hat sich denn tradiert? Weil die haben wirklich, also wenn man das so beobachtet, sehr stark getrennt gearbeitet. Also die Idee der IBA am Anfang war eigentlich also etwas Pluralistisches. Es gab 5 Planungsdirektoren. Innerhalb kürzester Zeit brach das aber mehr oder weniger zusammen und dann gab es diese Aufteilung und dann gab es auch tatsächlich diese konkreten Ideen dieser 2 Köpfe. Und hier ist es so, dass praktisch das, was Hart-Walter Hemer, der 2012 gestorben ist, durchsetzen konnte, ist, dass praktisch Stern dann irgendwann gegründet wurde. Und mit dieser Gründung konnte tatsächlich ein Schritt weiter vollzogen werden, diese behutsame Stadterneuerung in der Stadt zu integrieren. Was nicht geklappt hat, war die Ideen des IBA neu tatsächlich weiterzuführen. Also die IBA GmbH, die in diesem Bereich war, wurde aufgelöst. Und man muss auch sagen, dass praktisch also die sogenannte kritische Rekonstruktion, die dann in den 90er Jahren war, die, man kann nicht sagen, dass es das Gleiche ist, was davor eigentlich gemacht wurde konkret. Also da gibt es auch Untersuchungen dazu, habe ich auch selber geschrieben, es ist ein bisschen komplex, aber ich würde wirklich sagen, es gibt Stränge, die weitergeführt werden konnten und es gibt Stränge, die eben nicht mehr weitergeführt werden konnten, weil es auch politisch nicht mehr erwünscht war. Und natürlich, die Akteure wurden dann also wirkmächtiger als zu IBA-Zeiten. Und diese großen also Einsätze von Stern sind natürlich legendär jetzt mittlerweile in Berlin. Auf der anderen Seite muss man mit einem etwas kritischem Auge auf die kritische Rekonstruktion und deren Ergebnisse schauen. Mhm. Ja, Herr Gothe. Ja, vielleicht sollten wir darauf auch nochmal eingehen. Das ist, glaube ich, aus meiner Sicht die zweite Seite dieses immateriellen Erbes, nämlich tatsächlich das Konzept von Kleihus zur kritischen Rekonstruktion dann auch in den 90er Jahren zu etablieren für die
ja, für die Bewältigung städtebaulicher Aufgaben im historischen Zentrum von Berlin, in Ostberlin. Und da gibt es schon auch starke Parallelitäten. Also das, was Kleihus eben herausgearbeitet hat, dass der Stadtgrundriss das Gedächtnis der Stadt ist und dass das eben auf jeden Fall berücksichtigt werden muss, ist eine der ganz wichtigen Themen, die da weitergeführt wurde. Das Zusammenspiel von Block und Parzelle, was hat das für eine Bedeutung für Vor- und Nachteile und warum ist es sinnvoll zu versuchen, eben bei Blöcken, die neu bebaut werden konnten, zu versuchen, dass man es eben tatsächlich auch wieder versucht zu parzellieren und nicht nur mit einem Haus zu überbauen. Das waren ja so Themen, die waren ganz groß. In den 90er Jahren haben wir unter anderem auch diesen Architekturstreit ausgelöst. Aber es gibt noch was, und das möchte ich auch nochmal betonen, dass die Bildhaftigkeit von Plänen zu nutzen, um überhaupt breite Schichten der Bevölkerung in Debatten zu erreichen, ist auch ganz wichtig. Und das hat ja, glaube ich, auch die alte IBA ausgezeichnet, dass es einen Wust gab von verschiedenen formalen Planungen der Bezirke, des Senates, Flächennutzungsplan, BEP und so, alles Pläne, die kein Mensch lesen konnte, wenn man nicht geschult ist und es irgendwie interpretieren konnte. Und da hat ja Kleihus dann auch zu den Mitteln gegriffen, diesen städtebaulichen Rahmenplan zu zeichnen, der sehr bildhaft ist, sehr, sehr einprägsam und, wie ich finde, leicht verständlich. Und er hat es ja geschafft, damit quasi sozusagen die Hoheit über die Diskussion dann auch zu bekommen und hat dann Debatten eben zu diesem Plan geführt. Und dann war es eigentlich nebensächlich, was im FNP drin stand oder in irgendeinem Bebauungsplan, sondern man hat sich auf diesen Plan fokussiert. Und genau die gleiche Methode hat ja dann Hans Stimmern, als er in Anführungszeichen degradiert wurde zum Staatssekretär für Stadtentwicklung und nicht mehr Senatsbaudirektor war, angewandt und hat dieses Planwerk Innenstadt zeichnen lassen oder gezeichnet und hat es ja mit dem Senator Strieder damals über 4 Jahre geschafft, die Stadtentwicklungsdebatte auf dieses Planwerk zu fokussieren. Da hat keiner mehr über irgendwelche B-Pläne geredet oder so, sondern die bildhafte Sprache, aber natürlich auch die Erarbeitungsweise dieses Plans, die haben für so viel Zündstoff gesorgt, dass eben 4 Jahre lang wirklich die Stadtplanungsdebatte in Berlin auch geprägt und befeuert hat. Und da ist eigentlich nachweislich, dass Stimmern die Idee dieses Planwerks daraus abgeleitet hat, wie Kleihus das seinerzeit auch gemacht hat. Ja? Also das könnte man mal versuchen zu beweisen, dass das wirklich der Plan von Kleihus sozusagen ein Vorläufer von dem Planwerk Innenstadt gewesen ist. Okay, das ist ein spannender Aspekt. Ich weiß nicht, ob Herr Seigo das schon so gesehen hat oder gemacht hat. Also es ist natürlich die Frage, dass man, also ist praktisch dieser Plan das, was IBA neu ist. Und das muss man ein bisschen kritisch sehen. Also was Kleihus gemacht hat, war auch eines der Ideen. Also gerade im IBA-Neu-Bereich gab es ja mehrere Wechsel. Also initiiert wurde das Ganze ja von dem Senatsbaudirektor damals Müller und der erste Planungsdirektor zum Beispiel war eben Oswald Matthias Ungers für die südliche Friedrichstadt. Da gab es noch ganz andere Ideen und das Interessante ist ja praktisch, dass diese Auseinandersetzung zwischen den Ideen, also zum Beispiel landschaftlich und urban, dass man praktisch sagt, wir versuchen die Stadt als Gestalt zu fassen oder wir versuchen mit gesellschaftlichen Mitteln, wieder mit der Partizipation Stadt zu bilden. Das war ja alles in diesem Labor, was Sie auch gesagt haben. Also es gab nicht praktisch den einen Plan, weil auch dieser Rahmenplan war ja eigentlich nur ein Zwischenschritt. Das war Teil dieses iterativen Verfahrens. Alle Pläne waren eigentlich immer nur ein Zwischenstand. Und der erste Rahmenplan, den auch Kleihus gezeichnet hat, sollte wieder eingebracht werden. Also es gab diese Auseinander- oder diese Unterhaltung zwischen Stadtplanung und Stadtentwurf. Und die Pläne waren so eine Art Kommunikationsbrücke zwischen diesen beiden. Mhm. Und diese Differenziertheit, praktisch wie dann in die Blöcke reingegangen wurde und wirklich zu jedem Haus nicht nur die Figur, sondern die Funktion als im Sinne der Mischungsvielfalt, der funktionalen Mischung durchgesetzt wurde. Das sind natürlich Schichten, die
die ein bisschen drüber hinweggehen, dass es dann nur um Blockrand geht. Also ich finde es ein bisschen differenzierter, was davor war, und mit mehr Akteuren, weil es sollte eben nicht der eine da sitzen, der sagt, so sieht das aus, sondern das war eben das, was die IBA grundsätzlich wollte. Sie wollte nicht mehr die Generalpläne haben, sie wollte nicht mehr die Anweisung haben, wie Stadt aussieht, sondern Stadt sollte sich entwickeln. Okay, aber für mich klang das jetzt schon so, als hätte Herr Stimmern sich zumindest einen Aspekt herausgegriffen und den übertragen und insofern ja auch schon ein Stück von der IBA gelernt. Herr Rauhut möchte das dazu. Das, was mich jetzt in der Diskussion so fasziniert, dass wir in der IBA so eine Phase haben, wo ganz viele Verfahren etabliert werden, Werte, Ansätze geschaffen werden und es eigentlich seitdem so wie so ein, ich sag mal, Rosinenpicken im Besten gibt, was ich aufgreife und wir uns ja kontinuierlich mit der IBA auch beschäftigen können bis heute. Und sie hat auch das eine gewisse Aktualität heute. Wir haben das Thema Partizipation angesprochen in Stadtentwicklungsprozessen, was ja heute wieder eine große Blüte erlebt, wo wir auf die, wenn man genauer schaut, genau die Ansätze, die damals schon genutzt worden sind, wieder zurückgreifen kann, digital vielleicht noch etwas hinzufügen, aber auch wieder mit Plänen arbeiten und entsprechenden Medien. Und das finde ich so spannend, stellt dann aber auch natürlich die Frage, woher hatte denn die IBA eigentlich ihre Grundlagen? Woher kam die aus den 68ern? Das ist etwas, was ich eben auch hochspannend finde, wie lange dann auch solche Planungsprozesse wirkmächtig bleiben und auch Vorbild bleiben. Und die Bauten sind, Sie haben vorhin gefragt, was ist sozusagen der Denkmalwert? Die Bauten sind natürlich das Beispiel dafür, an dem wir das heutzutage noch ablesen können. Sie erklären uns nicht mehr, wie hat die Planung funktioniert. Da müssen wir dann vielleicht eher ins Archiv gehen, aber um das zu verstehen. Aber ich glaube, das Miteinander ist wichtig, um dann wirklich den besonderen Wert der IBA auch zu verstehen. Auch deshalb bin ich so froh, dass wir sozusagen schon immer wieder diese Auseinandersetzung mit der IBA gehabt haben, also heutzutage noch mit Zeitzeugen sprechen können. Manchen Zeitzeugen fällt das ja auch schwierig, über schon Gebäude zu sprechen, die Denkmale sind, weil sie etwas verwundert sind. Aber ich glaube, dieses Miteinander ist ganz wichtig, wenn wir über die IBA sprechen und sie auch verstehen wollen. Ja, da haben Sie schon was ganz Wichtiges angesprochen, dass wir natürlich zum einen heute in dieser Veranstaltung durch die Brille des Denkmalschutzes schon auf diese Bauten schauen und aber gleichzeitig nicht nur darauf, was wir von Ihnen über die Vergangenheit lernen können, sondern eben was wir für die Zukunft mitnehmen. Und da ist eben diese Frage der Wirkmächtigkeit ganz präsent. Was hat diese historische Planungsphase eigentlich für die heutige Planung noch für eine Wirkung? Und dazu würde ich gern, weil Sie ja auch gerade fragten, woher hatte denn die IBA 87 eigentlich das, was sie dann aufgerufen hat. Da habe ich von Werner Durth von 2011 einen Artikel im Tagesspiegel gefunden, in dem er die IBA von 87 als Kurskorrektur der Interbau von 57, also der internationalen Bauausstellung im Hansaviertel, bezeichnet, die ja das Leitbild der gegliederten, aufgelockerten Stadt einmal durchexerzierte und sich die IBA sozusagen in einer Art, also die 87er, als eine Art Kurskorrektur darstellte, indem sie eben den Bestand der Vorkriegszeit in den Blick nahm. Wenn wir dann aber von heute schauen und jetzt immer nur gesagt haben, es gibt ja dieses Cherry-Picking aus der IBA, was müsste man aber am Kurs der IBA 87 korrigieren heute? Dazu jemand eine Idee? Herr Grote zuckt schon mit. Also ich kann da nur sagen, mir würde es jetzt schwer fallen zu sagen, das und das ist damals falsch gemacht worden, das würde man heute anders machen. Da müsste ich echt anfangen, stark nachzudenken, ob mir da was einfällt. Ich finde, man sollte lieber weiter daran arbeiten, zu gucken, was war eigentlich das, was damals überzeugend war und was gilt dafür auch heute nach wie vor. Also vielleicht ein Aspekt, der hier noch nicht benannt, oder zwei Aspekte, die noch nicht benannt wurden. Auch die IBA hatte ja schon die Idee, die Nutzungsmischung, die kleinteilige Nutzungsmischung zu propagieren. Die Kreuzberger Mischung ist damals als Schlagwort auch geprägt worden und wird ja bis heute gerne in städtebaulichen Verfahren genutzt. Am liebsten hätten wir auch hier eine Kreuzberger Mischung. Das ist bloß mit dem gültigen Planungsrecht so schwierig hinzukriegen, aber eigentlich wollen wir das. Das Zweite, was nach wie vor aktuell ist, ist die Abkehr von der autogerechten Stadt. Auch das müsste man dann, ne, wenn man über die IBA in Kreuzberg redet,
wird das Revolutionäre daran ja eigentlich erst dann deutlich, wenn man sich vor Augen hält, was es auch dort für eine Autobahnplanung gab, die die ganze Oranienstraße abreißen wollte. Ja? Das ist eben nicht passiert, sondern durch die Bürgerinitiative Westtangente und alle diese Bewegungen ist diese Abkehr von der autogerechten Stadt ja gelungen. Und wir arbeiten ja heute noch daran, das zu überwinden. Ich sag mal, der Straßenzug Leipziger Straße, Gruner Straße zum Alexanderplatz mit Molkenmarkt und Spittelmarkt. Da sagt das Planwerk schon seit 1996, wir wollen da diese autobahnähnliche Straße eigentlich zurückbauen und da wieder schöne Stadtquartiere errichten. Wir haben es bis jetzt noch nicht geschafft. Wir sind da ganz dicht dran. Ja? Und die ersten Arbeiten für Leitungsumverlegungen am Molkenmarkt sind ja auch schon im Gange. Aber da sieht man mal, wie schwierig das dann auch ist, wenn man sowas wie einen großen Straßenzug, wenn man das tatsächlich revidieren will. Ne? So, und da Methoden weiterzuentwickeln, wie das dann halt wirklich möglich wird. Auch hier vor der Urania gibt es ja so einen Straßenzug, wo man, der einen Durchbruch für die autogerechte Stadt darstellt, wo man sich fragen kann oder wo schon Vorschläge gemacht wurden, wie man das revidiert. Daran weiterzuarbeiten, das wäre auf jeden Fall eine große Herausforderung für die Stadtplaner. Ja. Ich würde zunächst Frau Polina Genau, ein Paradox von der IBA, gerade der IBA neu in der südlichen Friedrichstadt, im südlichen Tiergartenviertel ist aus meiner Sicht, dass es ja trotz der veränderten Lage der Gebiete nach der Wende, also zu Wendezeiten, zu Mauerzeiten absolut peripher, nach der Wende absolut zentral, ist es nicht gelungen, diese Gebiete zu urbanen Quartieren eigentlich zu machen, trotz der kritischen Rekonstruktion. Also kaum ein Stadtgebiet der Berliner Innenstadt ist nach wie vor so tot und hat so einen merkwürdigen Charakter wie diese südliche Friedrichstadt. Da ist keine coole Kneipe, da geht man nie abends hin, da ist kaum Einzelhandel. Also das ist offenbar nicht gelungen. Da sind sicherlich sehr spannende Wohnungen entstanden, tolle Freiflächen, super soziale Infrastrukturen, aber wirkliche Urbanität ist selbst trotz der veränderten Lage, in die diese Gebiete katapultiert wurden, nicht entstanden. Darf ich ganz kurz? Ich wohne dort. Aspekt, ja. Ich wohne dort. Ich liebe es. Also es ist klar. Aber es hat auch einen besonderen Charme. Es ist aber sehr grün. Es ist praktisch in der Stadt und ist so was Hybrides. Es ist zum Teil Stadt und zum Teil ist es vor Ort. Ja. Es ist ganz eigenartig. Ja, ja, das stimmt. Aber ich meine, solche Beispiele gibt es ja noch weiter. Ne? Also eins der letzten großen Kahlschlag-Sanierungsgebiete waren ja das Brunnenviertel im Wedding, wo man sich dann immerhin für eine Lösung durchgerungen hat, wo die alten Straßenzüge erstmal anerkannt blieben. Aber auch dieses Gebiet ist ja, wenn man es mit einem Gebiet im Prenzlauer Berg, was ja quasi nur 10 Minuten zu Fuß entfernt liegt, hat es einen völlig anderen Charakter. Ich glaube, es liegt im Fall des Brunnenviertels eben auch daran, dass die Erdgeschosszonen, die ganz früher natürlich auch mal durch kleinteiligen Einzelhandel besetzt worden waren, dann in der Sanierungsphase ja alle rausgekauft wurden und dann eben die Erdgeschosse auch zu Wohnungen gemacht wurden. Deshalb ist es ein bisschen langweilig, wenn man durchs Brunnenviertel geht, hat aber trotzdem auch eine hohe Wohnqualität. Ne? Aber über solche Dinge nachzudenken, auch, also gerade die kleinteilige Nutzungsmischung, das ist eine Herausforderung, die eigentlich zu den Hausaufgaben jedes Stadtplaners in jeder Stadt gehört. Wie kriegt man das eigentlich hin, dass es so ist, wie es früher mal von der Kleinteiligkeit her gewesen ist? Ne? Und bei der IBA gab es für die Erdgeschosse, also für die Läden, keine Förderung. Die Förderung war Wohnungsbauförderung und deswegen bestand keine Bereitschaft, dort Räume für Einzelhandel vorzuhalten. Also, Ja, ich meine, vor ähnlichen Voraussetzungen stehen wir ja dann heute aber auch genau wieder, genau, also eigentlich wieder, an dem gleichen Punkt. Das würde ich gerne aufgreifen, Frau Polina, weil Sie vor 10 Jahren, 2010, mit Harald Bodenschatz zusammen eine Studie erarbeitet haben, die genau eigentlich die heutige Fragestellung trifft. Die ist nämlich übertitelt mit Learning from IBA und wurde natürlich im Hinblick eben auf eine neue IBA 2020 in Berlin angefertigt, die dann nicht kam. Und ich möchte da einen Satz draus zitieren, nämlich haben Sie geschrieben, eine Bauausstellung setzt voraus, dass wichtige Akteure davon überzeugt sind, dass der bisherige städtebauliche Weg auch angesichts internationaler Erfahrungen und Debatten nicht mehr erfolgreich ist. Sind wir momentan da an so einem Punkt? Ich denke, in Bezug auf verschiedene Themen könnte man das diagnostizieren. Also Ephraim Gothe hat es ja eben schon angesprochen, der Umbau der autogerechten Stadt, nicht nur in verkehrlicher Hinsicht, sondern in wirklich integrierter Hinsicht, der auch städtebauliche Aspekte
Fragen der Nutzungsmischung, der Flächengerechtigkeit, des Umbaus autogerechter städtebaulicher Strukturen, wie beispielsweise Siedlungen, die vom Auto abhängig sind, große Einkaufszentren, die im Prinzip vom Auto abhängig sind, oder Großbauten, die mit dem Blick auf das Auto konzipiert wurden, wie das ICC oder die Schlangenbader Straße. Da sind eigentlich Planer nach wie vor mit ihrem Latein am Ende und in einer ähnlichen Situation wie die Planer seinerzeit in Berlin. Und ich denke, gerade in Bezug auf diesen Themenkomplex Umgang mit der autogerechten Stadt, Stadtregion, gerade der Blick auch hier in die peripheren Lagen der Städte, das verdient aus meiner Sicht eine IBA. Frau Merck kann sicherlich gleich dazu was sagen, weil München sich diesem Thema ja auch widmet. Das ist ein dringendes Thema, wo wir auch als Planerinnen und Planer neues Handwerkszeug brauchen. Und das hat die damalige IBA geliefert und das brauchen wir jetzt, glaube ich, auch wieder. Also sind wir quasi, können wir gar nicht so viel von der IBA lernen, weil sie noch gar nicht vollendet ist? Kann man das so? Eine neue IBA würde, also das kann ja nicht eins zu eins jetzt weitergehen. Das ist jetzt ja dann ein neuer Prozess, der sich mit neuen Räumen auseinandersetzen würde, neuen Fokus richtet in die Stadt. Ich glaube, für die Innenstadt wissen Planerinnen und Planer ziemlich gut, wie sie Probleme handeln können, mit gerade in Bezug auf den Themenkomplex der autogerechten Stadt. Aber für Gebiete außerhalb in Berlin, beispielsweise des S-Bahn-Rings bis hinein nach Brandenburg, sind, glaube ich, viele Fragen absolut offen und könnten so ein Format mit dem Mut und der finanziellen Ausstattung und dem Willen, an Prozessen zu arbeiten, könnten die sehr gut vertragen. Ja, Frau Merck wurde in dieser Hinsicht gerade schon angesprochen, denn auch die Metropolregion München strebt ja eine neue internationale Bauausstellung an. Frau Merck, in den Vorbereitungen dafür schauen Sie da auch auf vergangene Bauausstellungen und spielte da auch die IBA 87 eine Rolle? Ja, selbstverständlich schauen wir auch auf eigentlich alle vergangenen Bauausstellungen und jede Bauausstellung hatte ja ihre Motivation aus der Zeit und dem Ort heraus und auch ihre sehr spezifischen Rahmenbedingungen. Für München ist es jetzt so, dass wir uns eine Zeit lang die Frage gestellt haben, Bauausstellung, wir bauen ja sowieso so viel. Es könnte vielleicht manchmal noch besser und schöner sein, aber Bauen an sich ist vielleicht nicht das Hauptthema. Unser Thema sind eigentlich die Zwischenräume, die Verbindungen. Und dann sind wir eigentlich sehr schnell auf das Thema eben Räume der Mobilität gekommen und der Vernetzung. Und zwar nicht nur innerstädtisch, sondern tatsächlich auch auf einer regionalen Ebene. Denn das Mobilitätsthema kann eben nicht allein im Kontext sozusagen eines Stadtentwicklungsplanes einer noch so großen Stadt gelöst werden. Aber ich denke, das gilt auch, wenn man Blick auf einzelne Stadtquartiere legt, die so vielleicht auch mittendrin liegen und transformiert werden oder dann mehr am Rand. Eines, glaube ich, muss man bei diesen IBA-Themen tatsächlich sagen, diese Frage der Übergänge, das tauchte ja gerade auch auf, wie sind eigentlich die Übergänge einer südlichen Friedrichstadt zur Reststadt, wie sind die Übergänge dann von einem Kreuzberg-Prenzlauer Berg in Richtung dann der umgebenden Bereiche. Und das sind heute ja innerstädtisch gesprochen die öffentlichen Räume und auf einer regionaleren Ebene sind es dann die transitorischen Räume, die ich auch mit anderen architektonischen Antworten und anderen Konzepten auch von Grün und Landschaft und Infrastruktur her denken muss. Und da ist man vielleicht dann an einer bestimmten Stelle auch wieder an dem Schnittpunkt mit den Ideen von Thomas Sieberts und einem sehr iterativen Prozess. Also ich denke, man kann an ganz vielen Stellen Erfahrungen der vergangenen IBAs und eben auch der IBA in Berlin aufgreifen und eben weiterdenken. Was mir noch ganz wichtig erscheint, ist die Frage nach den Instrumenten und den Voraussetzungen. Das klang vorher ja auch mal an. Ich meine, HEMA hatte ja diesen Begriff, wenn ich mich nicht irre, doch ganz stark geprägt, auch wem gehört die Stadt und wer ist eigentlich zuständig für eben die Veränderung und Weiterentwicklung der Stadt. Eben nicht nur die technokratischen Planer und die großen Planwerke, sondern eben auch die Bevölkerung, die Akteure. Und das ist aber nur halb so tragfähig, wenn ich dann keinen Zugriff habe auf Bodenrecht, auf Boden und Parzelle, was ja offensichtlich, wenn auch aus ganz anderen Gründen, bei der IBA in Berlin, einerseits in West-Berlin vorbereitet worden war durch eigentlich, möchte ich sagen, klassische Stadtsanierungsinstrumente, besonderes Städtebaurecht
und unter anderem eben auch dem Besitz der eigenen Wohnungsbaugesellschaften. Ich weiß jetzt das fachlich einfach nicht so gut, wie das dann nach der Wende oder kurz nach der Wende sich in Ostberlin dargestellt hatte. Aber auch da war ja eine Bodenordnung oder ein neues Definieren, für wen eigentlich diese Räume dann tatsächlich, wem die zugeordnet werden. Und das stellt sich für mich nach wie vor als eine sehr, sehr schwierige Frage dar, die bis heute ja nicht gelöst ist, wie wir wirklich mit dem Bodenrecht umgehen. Und wenn ich so an unsere Stadtentwicklungskonzepte denke, dann haben die natürlich eine ganz starke Verknüpfung, gerade an den Stellen öffentlicher Raum, Übergänge, Zwischenräume. Also wo habe ich einen Zugriff drauf? Wo kann ich dieses Gerüst eigentlich entwickeln, um dann auch wieder einzelne Bausteine gut integrieren zu können? Also das erscheint mir sozusagen auch so ein wichtiger Layer dieser damaligen Erfahrung. Und das ist deswegen aus der Berliner IBA gedacht so interessant, weil es ja nicht riesige Brachflächen waren, wo man sagt, gut, das war jetzt riesiges Ruhrgebiet, zwar auch mit ein paar großen Akteuren, aber nicht mit so vielen kleinen einzelnen Parzellen und Eigentümerstrukturen. Das erscheint mir schon auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Wir sind natürlich gespannt, ob so ein Thema Räume der Mobilität überhaupt tragfähig ist für eine IBA, sage ich auch, weil schöne Bauten, die man dann irgendwie mit dazu entwickeln kann, vielleicht für die ganzen neuen Verkehrsschnittstellen oder Mobilitätshubs, das wird auch noch eine spannende Aufgabe. Ja, vielen Dank für diese Sicht aus München. Sie haben ja zwei wesentliche Aspekte angesprochen, nämlich zum einen haben Sie es ein bisschen umrissen, dass ja eine IBA auch immer ein Ausnahmezustand ist, also auch für die Akteure in der Planung. Und auch wenn wir auf die IBA 87 schauen, dann war es häufig so, dass da die IBA auch auf den Plan trat, wenn eben die Planung auf kommunaler und Senatsebene irgendwie ins Stocken geriet und das dann doch eben mit partizipativen Ansätzen nochmal Alternativplanungen angestrebt wurden, die dann letztlich umgesetzt werden konnten. Benötigen wir also, wenn wir von der IBA lernen wollen, weniger behördliche Planung und mehr Partizipation? Ist das schon? Ich glaube, das ist gar nicht unbedingt nur die Partizipation, sondern eine gewisse Agilität in der Verwaltung, auf alle Fälle ein interdisziplinäres Zusammenarbeiten. Die IBA hat beispielsweise auch Kita-Konzepte, die es bislang gab, in Frage gestellt und gesagt, wenn wir in diesem dicht bebauten Kreuzberg eine damals standardisierte Kita mit, weiß ich nicht, wie vielen 100 Plätzen brauchen, dann müssen wir einen ganzen Block platt machen und die da bauen. Und dann kamen Konzepte auf, die gesagt haben, nein, kleinere Kitas sind vielleicht sinnvoll in Remisen, im Bestand. Und dann müssen wir mit der Bildungsverwaltung, mit den anderen Leuten zusammenarbeiten und neue Konzepte entwickeln, gewisse Standards vielleicht über den Haufen werfen, ermöglichen, dass es auch mit kleineren Freiräumen und so weiter und so fort gibt. Also da war man einfach super flexibel und hat auf ganz vielen verschiedenen Ebenen neue Wege gesucht. Das wurde oft unterstrichen und untermauert von Partizipation, weil man einfach die Bedürfnisse der Leute aus dem Quartier dadurch abgeholt hat und mit berücksichtigt hat. Aber das war, ich glaube, diese Agilität der Verwaltung, so ein frisches Handeln, das ist ein wichtiger Aspekt, den man vielleicht heute auch weitertragen könnte. Und man hat die Dinge in der IBA ausgetestet und dann teilweise in langfristiges Verwaltungshandeln übertragen. Ja, das sind auch die Instrumente, die Frau Merk mit ansprach, die einem da einfach an die Hand gegeben sind. Herr Gothe. Also ich kann Frau Merk nur zuraten, dieses Themenfeld Räume der Mobilität weiter zu verfolgen, weil das ist tatsächlich eines der ganz großen Themen, die wir haben. Und zwar nicht nur im Innenstadtbereich, wo es natürlich darum geht, einen Verkehr zu organisieren, der weitgehend ohne den Individualverkehr mit dem Auto auskommt. Aber das ist ja ein Thema, das eben weit nach draußen reichen kann. Ne? Das hat ja Frau Paulina hat ja dazu auch schon Arbeiten geschrieben über die Magistralen, die aus Berlin rauslaufen, radial ins Berliner Umland. Und das sind ja tatsächlich auch jetzt die Entwicklungsachsen nach Bernau und nach Oranienburg und so weiter und so weiter, wo in den nächsten 20 Jahren viel passieren wird. Und wie man das organisiert, fixiert auf den schienengebundenen Personennahverkehr und dann unterlegt und verknüpft mit Radkonzepten und so. Und das dann aber auch gleichzeitig noch zu kombinieren mit Orten, wo man dann
Wohnungsbau machen kann, und zwar eben nicht nur ein- oder zweigeschossig, sondern vielleicht viergeschossig in Bernau. Sowas sich auszudenken anhand einer Radiale, die aus einer Innenstadtsituation bis ins Umland reicht, das könnte ein Thema sein, das man in München genauso findet wie in Berlin oder in anderen Großstädten der Welt. Das heißt, das könnte ein Thema sein, wo dann tatsächlich viele Großstädte ein Interesse haben, das auch zu verfolgen, zu gucken, wie gehen die da ran. Ja? Also man braucht ja ein Thema, was vielen auf den Nägeln brennt und was es in vielen Städten gibt. Ja? Also wenn man so ein Thema findet, dann macht es auch Sinn, dazu eine IBA zu machen. Aber ich glaube, das Allerwichtigste ist, man braucht tatsächlich in der Stadtregierung auch den unbedingten Willen, sowas wirklich zu unterstützen. Denn daran ist ja zum Beispiel die IBA 2020 in Berlin gescheitert. Da hat der regierende Bürgermeister irgendwann gesagt, also wir müssen sowieso immer noch Geld sparen, das ist viel zu teuer, das lassen wir jetzt einfach mal. Das ist sang- und klanglos in einer Randnotiz einer Senatssitzung beerdigt worden. Ja? Und das heißt, es muss von der Spitze der Stadt dann eben tatsächlich auch gewollt werden. Das ist auch eine wichtige Voraussetzung. Und dann die Akteure, die auf der zivilgesellschaftlichen Ebene alle eingebunden werden und da mitwirken müssen natürlich, die findet man sowieso. Also daran wird es dann nicht mangeln. Ja, das wäre eigentlich fast schon ein ganz schönes Schlussplädoyer, gerade zumindest für die Frage nach internationalen Bauausstellungen gestellt haben. Ich würde gerne aber nochmal zur IBA Berlin von 87 zurückkommen, aber auch eben zur Frage der Stadtentwicklung. Wir müssen ja bei allen Notwendigkeiten, die es für Entwicklungen da gibt, ja schon Teile des städtischen Ensembles und eben auch der IBA erhalten. Und da ist schon die Frage, wie kann eigentlich die Denkmalpflege dann da noch eine Position einnehmen in der Stadtentwicklung? Welche Rolle hat sie auch in der IBA 87 gespielt und wie kann sie heute da ein kritischer Partner auch sein der Stadtentwicklung? Vielleicht Frau Merck oder Herr Salgo? Ja, also ich denke, dass Denkmalpflege und Stadtentwicklung immer in gewisser Weise ja auch in Dialektik zueinander stehen. Aber andererseits, wenn man gemeinsam um Qualität ringt, kann man natürlich sehr erfolgreich sein. Ich verwende manchmal den Begriff auch von Denkmalentwicklung. Ich weiß, dass das orthodoxe Denkmalpfleger nicht so gerne hören. Genauso wie wir aber ja auch von behutsamer Stadterneuerung oder auch Bewahren von Stadtbild sprechen. Das ist ja auch nicht jetzt rein kontraproduktiv zu einer Erneuerung und Weiterentwicklung von Stadt. Ich meine, man muss sich dem tatsächlich gemeinsam stellen, weil Stadt ja immer, um jetzt auch nochmal so einen UNESCO-Begriff zu wählen, Living Heritage ist. Das ist ja kein Museum, durch das ich da wandle. Und insofern glaube ich, dass man das sehr gut gemeinsam auch angehen kann und sogar angehen muss. Und insofern freue ich mich auch, dass Sie mich hier eingeladen haben. Denn es geht ja immer darum, an einem bestimmten Punkt anzuknüpfen, den man sozusagen in gewisser Weise überliefert bekommt und dann weiterzubauen. Und das ist an der Peripherie der Städte genauso wie im Inneren. Und das unterscheidet uns vielleicht auch von damals, dass wir überall gleichzeitig zugange sind und uns auch fragen müssen, welche Bedeutung haben jetzt die Orte der IBA 87 in Berlin heute für die Gesamtstadt und für das, was man weiterentwickeln möchte. Das erscheint mir eine zukunftsorientierte Frage, die man wahrscheinlich dann auch nur gemeinsam beantworten kann. Und man braucht natürlich auch Ressourcen dafür, das ist schon richtig. Aber ich weiß nicht, ganz am Anfang hat jemand gesagt, Berlin ist ja schon komplett zugebaut und es gibt keine Flächen dazwischen mehr. Dem möchte ich aus Münchner Perspektive widersprechen. Also wenn ich durch Ihre Stadt fahre, dann sehe ich so viele Orte, die man dazwischen noch bebauen kann und wahrscheinlich auch bebauen wird. Und um das gut zu tun, glaube ich, ist so eine Auseinandersetzung von ganz großer Bedeutung. Ja, vielen Dank. Wir haben uns natürlich jetzt dann mit dieser Perspektive auch wieder sehr weit von der Architektur auch entfernt, dieser Bauten. Gerade wenn wir jetzt uns vorstellen, dass so eine nächste IBA in der Metropolregion München sich viel mit Verkehrsräumen beschäftigen wird, dann fragt man sich natürlich auch als Denkmalschützer schon wieder, was bleibt denn dann da
übrig, was man in 30 Jahren wieder unter Schutz stellen kann, an dem man das dann... Also wenn ich dazwischen reden darf, wir haben gerade die Erfahrung gemacht, dass jetzt die U-Bahn-Bauten der Olympialinie 72 unter Denkmalschutz gestellt werden. Und insofern, also es geht ja bei Mobilität heute nicht nur um die klassische Infrastruktur und die Verkehrsbauwerke. Es geht da ja auch um Platzgestaltungen, es geht um öffentlichen Raum, es geht um Nahmobilität im Wohnumfeld oder es geht um vielleicht ganz interessante neue Terminals jetzt auch in der Region, die dann wieder bündeln können. Also ich glaube, das muss man sehr viel offener denken. Der Denkmalschutz findet immer was, was er unter Denkmalschutz stellen kann. Da vertraue ich ganz auf Herrn Rauhut. Ja, das ist sehr schön. Also es ist schon die Ankündigung doch auch von Architektur, Infrastrukturarchitektur vielleicht, die da entstehen wird. Und Sie haben aber mit der Unterschutzstellung auch der Münchner U-Bahn-Linien, der Olympia, etwas angesprochen, das auch nochmal ein Spezifikum letzten Endes darstellt, wenn wir die IBA 87 und die heutige Situation betrachten, nämlich, dass die IBA 87 sich deren Gründerzeitvierteln, den sogenannten Altbauvierteln, viel widmete oder auch in deren Kontext neu baute. Und wir aber heute immer mehr auch mit diesen jungen Denkmalen, um die es ja auch in dieser Reihe geht, umzugehen haben, dass eben die Stadt die Planungen, auf die die IBA eher eine Antwort finden wollte und diesen städtebaulich schwierigen Bestand der 60er, 70er Jahre, das ist ja schon auch das, womit wir jetzt wieder umgehen müssen. Und da muss man dann doch schon anders herangehen, oder? Weil man weniger von der IBA lernen kann in der Hinsicht? Würden sich sozusagen die... Ja, mir ist vielleicht wichtig zu sagen, wir haben ja in den letzten 2,5 Jahren in verschiedenen Tranchen Bauten der IBA eingetragen. Und es gibt junge Denkmale, die sind kontrovers, werden auch kontrovers in der Eintragung diskutiert. Das ist bei den IBA-Bauten nicht passiert. Mhm. Wir erleben den Spruch, das ist aber schon früh von den Zeitzeugen, aber wir erleben gleichzeitig von vielen, dass sie das sofort verstehen, warum wir diese Bauten eintragen, weil sie halt diese Qualitäten, die wir hier heute diskutieren, sehen. Und das ist durchaus ein interessanter Moment, glaube ich, dass wir ja eine Zeitschicht eintragen, die, Sie haben das vorhin so schön gesagt, die Zeit davor kritisiert hat, vielleicht auch die IBA davor, und heutzutage gehen wir gar nicht so kritisch mit der IBA um. Und das ist das, was mich heute auch in der Diskussion und auch bei den Eintragungen immer bewegt. Wie wird darauf reagiert? Sind wir zu unkritisch? Sind wir vielleicht doch ausreichend kritisch? Das sind vielleicht auch die Fragen, die man dann mitnimmt aus so einer Diskussion, wenn wir weiter auf die IBA schauen oder auch auf Planungen, die heutzutage passieren. An der Stelle ist vielleicht auch noch interessant der Hinweis, dass wir ja selten einzelne Gebäude eintragen, sondern wir uns sehr viel stärker mit Denkmalbereichen befassen, in denen es dann Einzeldenkmale gibt. Es gibt Bestandteile, vielfach gab es auch schon diese Denkmalbereiche, und wir tragen eigentlich nur einzelne Elemente, die die IBA hinzugefügt hat, nach. Also wir qualifizieren den Bestand über das, was in den durch die IBA hinzugefügt ist, und das ist ein Vorgehen, was mir sehr gut gefällt, muss ich sagen. Ich glaube, nicht nur, weil es dem Denkmalpfleger zuspricht, wenn man Werte qualifiziert und aufgreift und weiterführt, sondern weil es einfach ein stadtplanerischer Ansatz ist, der sich da manifestiert und der noch ablesbar ist. Mhm. Und da sind wir dann wieder an der Frage, kann man mit dem Denkmal ablesen, was damals passiert ist? Ja, klar. Mhm. Das ist das, was wir versuchen zu leisten und was wir natürlich jetzt auch versuchen aufzubereiten nochmal für die Stadtplanung. Insofern verstehen wir uns da ganz im Sinne von Frau Merk auch als Partner, als kritischer Partner der Stadtentwicklung und Stadtplanung. Mhm. Darf ich noch eine Nachfrage stellen an Herrn Rauhut? Sie hatten ja gesagt, Sie haben ein paar Dinge unter Denkmalschutz gestellt. Ich habe keine Ahnung, wo Sie jetzt eigentlich stehen. Würden Sie sagen, das war's dann? Damit haben wir die IBA dokumentiert, Ende aus? Oder sind Sie da noch in einem Prozess, wo man dann dazu kommt, noch weitere Ensembles oder Blöcke unter Denkmalschutz zu stellen? Also wir sind sozusagen kurz vor Ende. Wir haben uns jetzt gewagt, diese Veranstaltung schon zu machen, bevor wir alles uns genau angeschaut haben. Die Spezialisten werden manchmal noch
kommen und sagen, passt auf, da sind noch einzelne Bauten, die habt ihr noch nicht eingetragen, die sind von großer Bedeutung, die sind uns bekannt. Aber wir gehen sozusagen natürlich schrittchenweise vor und haben auch nicht alles auf einmal eingetragen, sondern ja jetzt letztlich in den letzten 2,5 Jahren, glaube ich, immer wieder mit einzelnen Tranchen, einzelne Demonstrationsgebiete uns angeschaut. Manchmal nur auf der einen Straßenseite, wir wissen, die andere Straßenseite muss auch noch angeschaut werden. Das ist ein Prozess, den wir noch jetzt gehen, aber natürlich in den nächsten Jahren auch hoffen abzuschließen. Also wenn ich noch einen Wunsch hätte in die Richtung von Herrn Rauhut. Wir haben ja heute festgestellt, es ist total wertvoll, sich das nochmal zu vergegenwärtigen. Was war damals eigentlich los? Was waren das für Prozesse? Und erstmal vielen Dank dafür, dass Sie dann die Initiative auch zu dieser kleinen Runde hier gemacht haben. Aber es wäre fast wünschenswert, wenn man das nochmal in einem etwas größeren Rahmen macht und dann vielleicht auch nochmal die Wirkungsgeschichte, die ihm bis heute reicht, in einem größeren Symposium mit Zeitzeugen, die ja heute nun gar nicht vertreten waren hier auf unserem Podium, dass man das nochmal sich vergegenwärtigt. Vielleicht kommt man dann nochmal auf Themen, wo man sagt, ja, das ist eigentlich das, was die IBA ausgemacht hat. Und da gibt es vielleicht auch noch einen Kniff, wie man da Aspekte davon würdigen kann oder auch unter Denkmalschutz stellen kann. Also das fände ich toll, wenn man das nochmal in einem größeren Rahmen organisieren könnte. Und da würden wir als Bezirk Mitte gerne was dazu beitragen. Ich wollte gerade fragen, ob wir das gemeinsam machen, Herr Gute. dann gerne, dann haben wir die nötigen Ressourcen. Das haben wir ja heute gelernt, dass das auch immer wichtig ist, ja, dass man mit großen Ressourcen arbeitet, wenn man Großes erreichen möchte. Ja, Herr Rauhut hatte sich ja zu Beginn eigentlich eine kontroversere Veranstaltung gewünscht. Jetzt sind wir aber hier am Ende fast angelangt und eigentlich haben wir mehrheitlich auf der Pro-Seite sozusagen Dinge hier zusammengetragen, die man eigentlich lernen konnte von der IBA. Es gibt jetzt niemanden, der die IBA so richtig doof fand. Und es gab einfach sehr viele Aspekte neben den Bauten und Ensembles, die natürlich schon allein in ihrer Substanz gewertschätzt werden. Ich hätte jetzt noch einmal an alle dann eine Frage zum Schluss. Wenn Sie sich dann doch etwas wünschen könnten, es wäre nur ein Instrument oder ein Verfahren oder auch nur ein Projekt der IBA, das Sie übertragen wollten, für welches würden Sie sich dann jetzt entscheiden? Ich fange mal bei Herrn Gothe an. Oh, also ein Themenfeld, was ich schon angesprochen habe, was mich immer umtreibt, ist eben das, was wir schon mit der Kreuzberger Mischung und der möglichst kleinteiligen Nutzungsmischung in Projekten angesprochen haben. Das fände ich interessant, wenn man nochmal guckt. Ja, das wurde in der IBA erkannt, vor allem in der IDA Altbau, dass man versuchen will, diese Kreuzberger Mischung eben aufrechtzuerhalten, dass man nochmal schaut, was haben die denn dann eigentlich damals getan, um genau das zu erreichen. Und kann man vielleicht dadurch doch nochmal irgendwelche Instrumente entwickeln, die es möglich machen, sowas dann eben auch heute zu machen. Also ich sage mal ein Beispiel, Haus der Statistik am Alexanderplatz. Da wollen wir ja auch ein großes Projekt entwickeln mit einer starken Nutzungsmischung und sind jetzt dabei, einen Bebauungsplan dafür aufzustellen und merken jetzt, dass einem da das aktuell gültige Planungsrecht eben zwirbelt. Ne? Wie ist das mit dem Wohnen, was wir da etablieren wollen und den lauten Kulturaktivitäten, die da auch unterkommen sollen? Ne? Wie kann man das unter einen Hut bringen? Also das fände ich so ein Thema, das lohnt es auf jeden Fall noch weiter zu vertiefen. Eins meiner Lieblingsprojekte der IBA ist eigentlich immer die behutsame Transformation des neuen Kreuzberger Zentrums. Also ein Gebäude, was im Allgemeinen als fürchterlich bezeichnet wird, was erst Mitte der 70er Jahre überhaupt fertiggestellt wurde, was aber dann schon gravierende Mängel aufwies, beispielsweise, dass es keinen Übergang zwischen dem Cottbusser Tor und der Dresdner Straße gab. Selbst dieses Gebäude wurde im Zuge der behutsamen Stadterneuerung vorsichtig adaptiert, dass es fit war für andere Nutzungen, dass es neue Durchwegungen ermöglicht hat. Oder das Parkhaus wurde ja zu diesem berühmten Kindergarten-Kinderhaus umgebaut. Und diesen Spirit, also man hätte das damals ja, also zumindest das Parkhaus auch einfach abreißen können. So viel Geld hätte man wahrscheinlich gehabt. Aber man hat sich gedacht, nee, wir versuchen jetzt mal selbst so ein kompliziertes Gebäude umzubauen und anders zu nutzen. Und diesen Anspruch finde ich einfach super spannend und auch für heute wichtig, wo wir oft sagen, wir kapitulieren vor Herausforderungen, vor irgendwelchen Tunnels, die durch Plätze durchlaufen, vor der Stadtautobahn 100, vor solchen Megaprojekten und da einfach mal sagen, nee, wir versuchen damit irgendwie zu arbeiten und was Gutes draus zu machen, ohne Tabula Rasa zu machen. Das finde ich super spannend.
Ja, danke. Das ist auch nochmal ein Projekt, was wir heute noch gar nicht hatten. Herr Salgo, das ist Ihr also, Liebling. Also ich hatte mehrmals mit Herrn Machleit eben gesprochen und was mich bei ihm immer fasziniert hatte, dass er von dieser Planungsethik gesprochen hatte, die Sie unbedingt machen wollten, nämlich weg von den großen Planungen hin zu sehr kleinteiligen Planungen. Also er hat es immer so genannt, ein Architekt, ein Bauherr und eine Parzelle und nicht ein Riesenblock, der vielleicht heterogen geplant ist, aber von einem Architekten und einem Bauträger. Das ist nämlich das, was den Maßstab der Innenstadt ausmacht. Das ist diese Kleinteiligkeit, die eben in dieser wirtschaftlich völlig schwebenden Zeit der 80er, also wo wirklich alles durch Förderung von außen kam, natürlich nicht vergleichbar ist mit heute, wo Investoren mit großen Interessen und Geld dastehen. Aber ich würde doch irgendwie vielleicht noch mal darauf hinweisen, dieses Kleinteilige, wie kann eigentlich praktisch diese Ethik, dass nicht einer über alles bestimmen kann oder über einen großen Block. Ich wohne in der Nähe vom Checkpoint Charlie, ich möchte gar nicht mehr Presse lesen, weil da weiß man immer nie, was am nächsten Tag drinsteht. Also diese Kleinteiligkeit, das war eine der Grundideen und das fände ich ganz spannend, wenn man das nochmal irgendwie hervorholt. Ja, vielen Dank, auch ein interessanter Aspekt. Frau Merk in München. Ja, für mich ist es, denke ich, ganz eindeutig das Bekenntnis zu den Stadträumen und ihren Nutzern und auch, was Frau Polina gesagt hat, die Nachhaltigkeit des Bestandes. Mir erscheint das besonders wichtig, weil wir ja momentan einen sehr viel schnelleren Erneuerungszyklus in der Transformation der Stadt haben, als es vielleicht in den 80er Jahren noch war. Und insofern denke ich, ist es schon zukunftsweisend, sich auch mit der Frage der Nachhaltigkeit tatsächlich des Bestandes und seiner Transformation auseinanderzusetzen. Aber ganz vorne wird für mich der Stadtraum und seine Nutzer stehen in der Qualität. Und das schließt für mich eigentlich auch die Architektur natürlich mit ein, weil die gibt dem Stadtraum ja erst die Fassung und die Gestalt. Ja, vielen Dank. Das ist nochmal ein gutes Plädoyer, dass wir auch die Architektur dabei nicht vergessen. Ich möchte mich an dieser Stelle schon mal bei den Gästen bedanken, die hier mitdiskutiert haben und nochmal das Wort an Herrn Rauhut richten. Sie waren ja hier jetzt größtenteils auch ein bisschen stiller Beobachter. Was haben Sie jetzt für Ihre Arbeit im Landesdenkmalamt mitgenommen aus dem Gespräch? Naja, ich habe jetzt gerade gedacht, Sie fragen mich auch noch, welches Gebäude ich aufgreifen möchte und habe dann gedacht, wir haben nur über Planung gesprochen. Und den Begriff der Postmoderne, den ich ja in meiner Einführung auch verwendet habe und auch so ein paar versucht habe, ein paar steile Thesen zu der besonderen Bedeutung der Postmoderne zu machen, hat keiner aufgegriffen, vielleicht weil die Protagonisten sich immer noch vor der Postmoderne scheuen, auch aus dem, was vielleicht dann später daraus geworden ist an manchen Stellen, was wir heutzutage nicht mehr ganz so sehr wertschätzen. Also das ist jetzt für mich sehr auffällig heute gewesen. Wir haben sehr viel über Planung, über die Qualitäten gesprochen. Das ist anscheinend Konsens in Bezug auf die IBA, dass dort in unterschiedlichsten Aspekten, wir können das Rosinenpicken schon machen, wirklich viel geleistet worden ist. Und wenn wir das Symposium machen, Herr Grote und ich, dann werde ich sozusagen die Sektion nochmal nur zur Architektursprache direkt machen, weil ich glaube, das ist vielleicht noch ein Aspekt, den wir auch noch weiter aufarbeiten können und wo wir sicherlich auch noch sehr spannende Diskussionen darüber führen können in der Zukunft. Ja, da sind wir auf jeden Fall schon gespannt. Das ist jetzt auch öffentlich hier mit dem Symposium schon mal festgehalten, dass man das durchaus in Angriff nehmen könnte. Ich habe jetzt noch die schöne Aufgabe, auf etwas zu verweisen, was tatsächlich stattfinden wird, nämlich vom Kooperationspartner der Berlinischen Galerie, die hier auch an der Veranstaltung beteiligt war. Können wir schon einen Ausblick geben zu einer Ausstellung, die im Herbst stattfinden wird, mit dem Titel Anything Goes, Berliner Architekturen der 1980er Jahre, die natürlich genau das Thema, über das wir hier heute auch gesprochen haben, trifft. Sie wird stattfinden von Ende November 2020 bis zum 26. April 2021 und soll erstmalig die Geschichte und Bedeutung der Postmoderne, und da ist das Wort nämlich wieder, das hat uns der Direktor der Berlinischen Galerie heute noch zugearbeitet, des postmodernen Baugeschehens in Berlin der Vorwendejahre in den Blick nehmen und das vorrangig an Schlüsselprojekten darstellen,
aus Ost wie West, denn der Osten kam heute auch nur sehr selten zur Sprache in den 80er Jahren, um dort die verschiedenen Prinzipien zu untersuchen, wie die moderne Stadt mit lokaler Kultur, mit Traditionen und menschlichen Bedürfnissen wieder in Einklang gebracht werden sollte. Das wird ungefähr so sein, dass sie über 800 Zeichnungen, Fotografien, Modelle, aber auch Filme zu sehen bekommen können in der Berlinischen Galerie, aus deren Bestand, aber auch aus internationalen Sammlungen. Auch die IBA 84-87 wird da vertreten sein, aber eben auch beiseite gestellt die Ostberliner Planungen, dort auch die Bauausstellung, die ebenfalls 87 stattgefunden hat in dieser Systemkonkurrenz während des doppelten Stadtjubiläums 87. Daran lassen sich dann auch noch mal Parallelen sicherlich zeigen, die wir heute gar nicht so sehr in den Fokus genommen haben. Ich kann auch schon darauf verweisen, dass eine noch nie gezeigte Straßenbebauung mit 39 Modellen zum Aufbau der Friedrichstadt gezeigt werden wird, die damals unter der Baudirektion Berlin unter Erhard Gieske entstanden war. Und weitere Schwerpunkte der Ausstellung werden ökologische Architekturen, aber eben auch diese schon angesprochenen Experimental- und Essay-Filme aus Ost wie West sein. Dazu sind Sie also schon jetzt herzlich eingeladen. Wir würden uns auch freuen, wenn wir die Berlinische Galerie dann im Herbst hierzu auch wieder befragen könnten. Mir bleibt dann an dieser Stelle vor allem der Dank an alle Beteiligten hier. Ich freue mich sehr, dass unsere Gäste unserer Einladung gefolgt sind und auch unter diesen doch recht anderen Umständen sich hier auf die Bühne begeben haben mit diesen drei Kameras, die uns hier abfilmen. Vielen Dank an Frau Merck in München, dass Sie sich auch zugeschaltet haben und dieses kleine technische Wagnis mit uns eingegangen sind. Ich danke Herrn Rauhut für seine Einführung. Den Kooperationspartnern, ich hatte es schon gesagt, neben der Berlinischen Galerie waren das die Architektenkammer Berlin und Moderne Regional. An alle, die im Hintergrund an diesem Projekt Livestream mitgewirkt haben, also vor allem herzlichen Dank an die Urania, in der wir heute zu Gast sein können, an das Team, auch das Team der TV-Firma von Herrn Stutenbäumer, an die Mitarbeiterinnen des Landesdenkmalamtes, hier insbesondere Frau Dr. Wolf, Frau Klicks und auch Frau Hierath, die im Hintergrund die organisatorischen Fäden in der Hand gehalten hat. Vielen Dank also an Sie alle. Ich kann zuletzt noch den letzten Ausblick geben, dass die nächste Veranstaltung der Reihe Jung aber Denkmal im Herbst stattfinden wird. Und Herr Rauhut kann mir kurz noch das Stichwort zum Thema geben. Eins unserer liebsten Gebäude, das ICC. Das ICC, ja. Wir würden uns freuen, wenn Sie dann eben auch wieder dabei sein würden. Vielen Dank, dass Sie heute eingeschaltet haben sozusagen. Vielleicht wird es im Herbst dann auch wieder hier vor Ort mit Publikum geschehen können. Wir hoffen auf jeden Fall darauf. Vielen Dank, bleiben Sie gesund und noch einen schönen Abend. Vielen Dank. Ja. Leise Applaus.